liebe Kunstinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu Kritzel Pixel Zeichnen mit Honeyball, ein neues Videoformat auf meinem Kanal. Innerhalb dieses Videoformates werdet ihr vorgespulte Zeichenvideos von mir sehen. Ihr werdet also quasi den Work in Progress einer Zeichnung von mir im Zeitraffer mit etwas Musikhintermalung erleben können. Ihr dürft gerne immer wieder Fragen in die Kommentare schreiben, Dinge, die euch interessieren zum Thema Zeichnen, Tipps und Tricks, Kniffe, besondere Tutorials, die ihr gerne sehen wollt. Diese kann ich dann natürlich in meinen zukünftigen Videos eventuell mit einarbeiten und berücksichtigen bzw. detaillierter erklären. Da ich das jetzt in meinem ersten Video noch nicht machen kann, weil ich ja noch keine Fragen habe, möchte ich auf eine Sache eingehen, die ihr innerhalb des folgenden Contents in diesem Video sehen werdet. Und zwar eine Zeichentechnik von mir, wie ich Outlines zeichne. Also es ist ja ziemlich klar, man hat meistens so eine Skizze, eine ziemlich grobe. Wenn man so ein Gesicht vor sich hat, fängt das meistens mit einer ziemlich großen, flauschigen, wolkigen Skizze an, dass man sich einzeichnet, wo die Augen in etwa sind und alles drum und dran, um eine Pose zu finden. Die wird dann transparent gemacht, dann kommt eine neue Ebene oben drüber im Zeichenprogramm und dann beginnt das Arbeiten mit den Outlines. Und ich bin eine Person, ich strichele sehr gerne, wenn ich Outlines male, weil die Linien lebendiger werden und ich mehr Kontrolle darüber habe, was ich zeichne. Ich modelliere quasi die Linien Stück für Stück. Dabei bleibt aber auch immer unangenehmerweise etwas überstehen. Und statt dass ich halt Linien gerade durchziehe, radiere ich einfach alles dann an den Linien weg, was mir nicht gefällt. Damit sind die Linien oft ein bisschen ausgefranster, ein bisschen gebogener oder gewölbter oder auch angepasst an die Rundungen von ihrer Gestaltung her, sodass das Ganze dreidimensionaler und lebendiger aussieht. So kann man sich aus einer Skizze auch oft quasi an seine Endzeichnung herantasten. Ziemlich gut geht das mit diesem Zeichenprogramm hier. Das ist Paint Tool Sai. Es ist ein japanisches Zeichenprogramm. Ihr bekommt das Ganze ziemlich schnell über Google. Ihr habt dort die Möglichkeit, das zu kaufen für, ich glaube, $50. Es gibt aber auch noch erstmal eine 30-Tage-Testversion. Es eignet sich sehr gut für alle Leute, die sowohl mit Grafiktablett als auch mit Maus zeichnen. Dazu werden wir in anderen Folgen noch eingehen. Und hier hat man die Möglichkeit, wenn man halt so einen Pencil gerade nutzt, den ich hier habe, brauche ich nur die Minustaste drücken und aus ihm wird sofort ein Radierer. Also habe ich halt hier die Möglichkeit, sehr schön die Linien zu modellieren. Also ich lösche hier was weg, mal wieder was dran, lösche wieder was weg. Diese Technik werdet ihr jetzt bei meinen Outlines im folgenden Content häufiger sehen. Ich hoffe, das hat vielleicht dem einen oder anderen mal eine kleine Möglichkeit gegeben, sich grafisch am Computer weiter auszutoben, weil es damit wesentlich leichter wird, wie ich finde, als wenn man versucht, immer eine gerade Linie durchzuziehen und man wackelt doch meistens sehr dabei herum. Okay, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim folgenden Video und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!